Hallo Leute, willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Und jetzt suche ich mal die nächste Mission für uns. Moment. War da gerade ein Massenereignis? Ich glaube es nicht. Das ist wirklich ein Zufall jetzt schon, ne? Vor allem, wo ist denn hier ein Zivilist? Ah, der hat sich hier schon hinter seiner Kutsche versteckt. Du Angsthase, ich hätte dich doch beschützt. So, okay. Was hatten wir denn hier das letzte Mal bekommen? Bei den Gürtel haben wir den hier. Boah, ich glaube, der Controller ist laut. Ich habe einen anderen dran, weil der eine immer ausgefallen ist. Benjamin Disraeli. Ach, das ist ein Verbündeter. William Gladstone. Okay. Okay. Bier. His Lordship's Dinner Ale. Alter, wenn du das alles durchliest, ne, dann kannst du mitreden in einem englischen Pub. Was war das? Abendessen im Royal Literary Fund. Der König von Belgien im Vorsitz. Halt, da war noch was. Verschiedenes. Krimkrieg? Schlacht von Balaklava und Antikorruptionsgesetz. Wieso habe ich denn hier drei neue Sachen drin? Wo kamen die denn her? Krass. Voll krass. So, und? Nein. Die Karte brauche ich. Mensch, geht auf die Karte. So, wo geht es denn weiter? Das wäre doch bestimmt hier die nächste Mission. Die Leibwache. Ah, ich glaube, nee. Planänderung. Was ist denn jetzt die eigentliche Nachfolgesequenz? Das kann man eigentlich gut nachschauen, ne? Wir nehmen einfach das hier, da bin ich gleich in der Nähe. Aber ich glaube, eine Kutsche, um da hinzukommen. Am besten die hier. Ey. Kutsche entführen. Yo. Oh. Das, da habe ich sogar ein Dings, ne? Also hier. Bam. Oh, ja. Alter. Hat der eine Wucht? Mal Gas geben. Gegenverkehr. Lauch weg. Bam. Geil, so geht ein Überschlag. Einfach nur voll rein. Guck mal, mutwillige Zerstörung. Oh. Das ist aber hartnäckig hier, der Bauer. Nein, ich häng fest. Gib Gas. Boah, das war knapp. Kopfgeldjagd. Boah, Alter, was geht denn hier ab? Polizei, helf mir. Die helfen ja eh nicht. Immer nur den Bösen. Ja, nicht so schnell, sag ich doch. Habt ihr gesehen, wer mich verfolgt? Boah, den ganzen Baum mal eben weggenommen. Alter. Will mal hier noch ein paar Sachen zerstören. Fahr ich mal um. Mutwillige Zerstörung. Alles mutwillig kaputt. Wer schießt denn auf mich? Oh. Einfach hier überall reinrammeln. Volles Rohr. Oh, hier gibt's viel. Wie die Bäume umknicken. Echt wie Streichhölzer. Zack, weg. Nämlich fette Punkte, wenn ich das voll habe. Ich glaube, danach muss ich nicht bis 100 gehen. Los, fahr sie alle um. Das Gute ist, das Zeug ist dann gleich wieder da. Hier, die Bäume habe ich doch gerade alle schon weggerissen. 41! Boah, das arme Pferd. Voll da rein. Ich will mal nur eben noch die 75 voll kriegen. Das dürfte doch nicht so schwer sein. Wobei ich glaube, dass jedes Objekt einmal zählt. Ich hab... Bam. Ich glaube, so aller drei Objekte gibt es mutwillige Zerstörung obendrauf. Ein Punkt, meine ich.
46? Das ist ja voll wenig. Oh. LOL! What the fuck? Was war das denn? Ja, genau. Du solltest erstmal ausweichen. Habt ihr das gesehen, Alter? Krass. Was ist denn das für ein Pfeil? Ach so, so ein Kit hier oder was? Nein. Oh. Ausweichen. Tschüss, lass mich doch in Frieden. Ich hab nur ein bisschen kaputt gemacht. Aber krass, wie wenig das nach oben ging. Da ist noch eine Kiste. Na, hallo. Wie wär's noch, wenn du einfach... Nee. Oh, ist das manchmal behindert, ey. Ich verstehe das nicht. Zack. So, da ging's weiter. Das ist aber noch voll weit. Nehmen wir wieder eine Kutsche. Ja, ist gut, wenn du mit aussteigst, du Fahrgast. Ich glaube, hier willst du nicht drin sitzen. Brauche noch 25. Einfach auf dem Weg dahin alles mitnehmen jetzt hier. Bäm, ich glaube, die Bäume zählen gar nicht dazu. Wahrscheinlich nur Stadt eigentlich. Hui. Boah, krass, wie das slidet hier. Voll am Driften. Oh. 56? Oh, jetzt bin ich aber schon da. Schade. Ich habe etwas, das Sie interessieren könnte. Nee, ich war ja erst. Und ich habe noch nicht so viel gebraucht. Riechen die Rooks nach Scheiße oder riecht Scheiße nach den Rooks? Ja, weiß ich nicht. Ich kann ja den Jacob nicht riechen durch mein Mikrofon oder Headset. Oder durch den Bildschirm. Halt, irgendwo. Ach, da oben drauf. Die Leibwache. Das sieht aber jetzt doch nach was Größerem aus, oder? Gucken wir mal. Ding. Oh ja. So viel zu einem Hausbesuch. Nun muss ich einen Weg in diese Kutsche finden. Nee, das ist weiter doch die Mission. Okay. Sehr schön. Muss irgendwie in die Kutsche kommen. Ich weiß nur nicht, wann die losfahren. Im Prinzip ist das eigentlich kein Problem, wenn ich... Oh, das ist aber zu hoch, ne? Weil eigentlich geht, oder? Ja, da kann ich runter. War mir so klar... Oh, wieso stehen die jetzt auf der Seite? Das ist aber doof. Da war doch gerade noch keiner. Krass. Wieder ausweicht, ne? Matrix-Style. Kommt da einer hoch? Ach, nee. Oh, da kommt einer. Warte mal. Tschüss. Na, ah, der hat mich getroffen. Ui. Zack. Und weg. So, nochmal. Ey, wie komme ich jetzt in diese blöde Kutsche? Was ich absolut nicht verstanden habe, ist, wieso da plötzlich zwei auf der Tür, vor der Tür standen. Auf der Tür, wollte ich schon sagen. Was? Ach so, da ist auch noch einer. Ey, wie komme ich denn da rein? Wahrscheinlich muss ich die irgendwie ablenken.
So, ich hoffe mal, dass die da oben... Gehen die jetzt mit drauf hier unten? Oh, das bringt doch nichts. Zu nah dran. Ja, war klar, dass die jetzt alle da unten hinrennen. Ich hätte einen da oben anballern sollen. Warte mal. So, den, der ist eh weg. So, geht mal da oben, helft mal dem Kollegen. Da gibt's Stress. Das haben die nicht gehört, den Pfiff, ne? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Warum bist du nicht abgelenkt, Mann, wenn da einer auf dich schießt? Was soll denn der Mist? Und vor allem, wo kam der denn jetzt wieder her? Ich habe doch extra geguckt, dass da keiner mehr ist. LOL! Das nervt mich so krass, ne? Ja, komm, ist gut, ey. Geht mal weiter euren Weg. So, wie komme ich jetzt nur in die blöde Kutsche? Ich meine, ich will die ja nicht unbedingt umbringen. Oh, jetzt kommen die da hinten rum. So. Los, der hat gepfiffen, helft ihm doch. Oh, ich glaub's nicht. Und jetzt klettert er nicht da rein. Was ist denn das, Alter? Ich kämpf doch nicht mal. Oh, da sind noch ein paar mehr. Ich hasse es, ich bring die gleich alle um. Ja, treff mich noch schön. Du Bauer. Mal eine diese sinnlose Logik erklären, ey. Weißt du was? Hier. Dann eben so. Hab ich doch nicht zum Ei. Krass. Dachte schon, der macht jetzt einen Hechtsprung. Einen Todessprung. Erhalten auch noch. Gut. Ich hätte es ganz einfach haben können. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel sind Sie? Ich bin der neue Leibwächter, Jacob Fry. Ich weiß nichts über einen neuen Leibwächter. Wer ist Ihr kommandierender Offizier? Lass den Burschen ausreden, Dizzy. Madam, verzeihen Sie. Aber Sie schweben in höchster Gefahr. Und die Polizei wollte keine Zeit verlieren. Gefahr? Welche Art von Gefahr? Diese Art. Wenn Sie mich kurz entschuldigen würden... Was habe ich jetzt vor? Wo kommen die her? Au, weia! Quatsch doch nicht. Komm, mach doch mal einen schnellen Finisher. Immer diese Feierei. Du bist ja nicht im Kampf. Genau, runter damit. No, mein Gott. Ich hasse es mit der Steuerung. So langsam richtig beschissen. Ihr Schweine! Komm, gib, gib. Zack. Schön in den Rücken, Mark. Boah, krass. Der hätte doch eigentlich seinen Kumpel treffen müssen, so wie der da zugehauen hat, du. Das ist dein letzter Kampf. Viel Spaß. Und ich bin gut in Übung, dadurch, dass ich diese
Kämpfe da mal mache, diese Ringkämpfe. So, noch ein paar. Sauber, habe ich das auch geschafft. Also, was hat das? Nicht so schnell, Eure Exzellenz. Ups. Nein, die klauen die Kutsche. Jacob, du hast nicht aufgepasst. Ja, jetzt würde ich ja kotzen, ey. Komm sofort zurück mit dem Premierminister. In weniger als einer Minute entführen. Okay, ich versuch's wirklich. Nein. Im letzten Moment. Das Dumme ist, ich weiß nicht, welche Richtung da will. Nein, fahren. Oh mein Gott. Verpiss dich. Sitzt denn noch? Oh, jetzt kannst du es vergessen. Oh, und hier komme ich nicht raus. Nein, nein, nein. Komm. Nein, Gott. Oh. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, aber das wird eng. Wo ist er denn? Ach, da. Oh, wieso dreht er denn immer so beschissen weg? Das wird nicht in einer Minute. Hätte nicht ran dürfen, verdammte Scheiße. Oder zählt das wieder neu? Nee, garantiert nicht. Aber letzter Checkpoint starten. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade mache, aber auf die Mission habe ich dann nicht nochmal Bock. Aber 100% muss sein. Ich weiß nämlich, wie nervig das ist, das im Nachhinein dann alles zu machen, wo man das noch nicht geschafft hat. Und deswegen mache ich das jetzt so. Weil gerade diese Kutschenrennen, die sind immer echt ein bisschen mies. Gerade wenn man nicht weiß, wo die langfahren, ne? Weil eine Sequenz kam ja schon zwischendurch, deswegen fange ich auch hier wieder an jetzt. Nach Amerika! Nix. So, warte mal, hier ist er doch genau nach rechts weg. Der blöde Sack. Das Problem habe ich eigentlich mit diesen Vollidioten hier hinten. So, jetzt nur daneben und... Komm, gib, 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 gib. Aufs Dach und... Rüber springen. Ja, das müsste doch sitzen jetzt. Jawoll, habe ich. Tschüss. Jawoll. Scharfe Kurve. Und lass mal hier auf den großen Platz. Hier habe ich Luft. Jawohl. Zu seinem ausgesprochenen Mangel an Charakter. Zeigen Sie sich, Letzton. Wo muss ich hin? Sie verkommene Dreckschleuder. Gib mir noch einen Punkt auf der Karte. Boah, guck mal, die Kutsche unten, Alter. Die wäre fast futsch. Okay, reicht schon. Sauber. Oh, gemütlich kommt er da angedackelt, ey. Und ich hatte gerade voll den Stress. Blitzturm, fahr zur Hölle, du Hundesohn. Vielen Dank. Wie wär's denn mal mit Anstand, was wollen Wärter Sie gegen Herr? Gladstone unternehmen, junger Mann? Ich versichere Ihnen, Madame Gladstone hat nichts damit zu tun. Aber er versuchte, meinen Mann zu töten. Nun, wir kümmern uns um Gladstone. Vielleicht könnten Sie mir bei einem anderen Problem helfen, Madame. Ein Gentleman mit Verbindungen zum Parlament. Älter, trägt eine Kavallerieuniform und einen langen Bart. Sie scheinen mir ein sehr direkter Bursche zu sein, Mr. Fry. Nun, ja, das bin ich ehrlich gesagt. Und Sie sind vertraut mit den armen Bezirken unserer Stadt? Ein wenig. Wundervoll. Rein zufällig wollte ich ohnehin einmal nach Devil's Acre. Wenn Sie mich begleiten würden... Helfe ich Ihnen gerne bei Ihrer Untersuchung.
Das klingt nach einer tollen Idee. Also abgemacht. Ja, das klang ein bisschen ironisch. Morgen Abend um Punkt 8 Uhr. Guten Tag, Mr. Fry. Aber... Schönen Tag noch, Mr. Fry. Ja, tschüss. Jawohl. War gut und damit danke ich fürs Einschalten. Habe ich im letzten Part, glaube ich, auch schon gefragt. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich das auf 100% immer gleich machen soll, ob ihr das mit sehen wollt. Oder ob ich einfach durchziehen soll und irgendwie abschließen. Dann muss ich das halt dann offscreen nachholen. Da gibt es Ärger. Bewertet den Part, ne? Da wäre ich euch dankbar. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Part, wenn ihr wollt. Haut darin, bis dahin. Tschüss.